Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade so eine ganz komische Handbewegung gemacht. Ich war gerade selber so, was ist mit mir los? Naja, vielleicht ist es die Hitze. Wenn ihr was brummen hört, das ist der Ventilator. Ich kann heute nicht ohne. Ohne Witz. Es ist so warm hier. Es ist so warm. Und es ist noch nicht mal mega krass Sonnenschein. Also ich denke mir, wenn das Hardcore jetzt gerade Sonne auch noch wäre. Hätte man um einiges Grad mehr. Ihr habt gesehen, um was es hier in dem Video geht. Was habe ich heute mit beiden Händen? Keine Ahnung. Ihr habt gesehen, um was es hier in dem Video geht. Es geht um Outfits. Es geht um nachhaltige Outfits. Ich sehe das Ganze inzwischen so ein bisschen mit einem weinenden Auge. Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang nicht gewusst, dass Unternehmen wie Selfie zum Teil schon großen Konzernen gehören, wie H&M. Selfie gehört zu H&M. Gefällt mir nicht so gut, aber naja. Also, die Sachen sind alle Secondhand. Einige davon sind auch nachhaltig gekauft, von nachhaltigen Marken, werde ich jetzt was dazu sagen. Ich habe wieder mein schlaues Büchchen und ich würde einfach sagen, wir legen jetzt los mit Outfit Nummer 1. Und da trage ich ein Forever 21 T-Shirt. Das kennt man inzwischen bei mir schon. Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn so ein Shirt bei mir länger hält. Ne? Und dieses Forever 21 T-Shirt habe ich jetzt, glaube ich, locker schon 2, 3 Jahre. Ich weiß es nicht auswendig, aber das habe ich schon eine ganze Ecke. Weil es sind inzwischen auch T-Shirts dazwischen gewesen, die kaputt gegangen sind. Die ich jetzt beispielsweise in der Nacht trage oder zum Sport trage oder gar nicht mehr trage. Gerade von so Marken wie Marco Polo oder so. Die haben irgendwie die Eigenschaften, gerade diese Basic-T-Shirts, dass sie halt wirklich kaputt gehen. Und das rasend schnell. Hatte ich früher nie. Also Qualität ist auch richtig beschissen zum Teil geworden. Und seit ich halt auch weiß, dass das, was ich mir da kaufe, keine richtige Second-Hand-Klamotte ist. Ich gehe auch noch auf den Flohmarkt, ja, aber nicht hauptsächlich. Ne? Also, naja. Ich trage dazu meine grüne Stoffhose. Die habe ich damals noch bei Momox Fashion gekauft. Die hießen früher Up-Up. Genau, das waren noch Zeiten. Und ich habe mal geguckt. Ich habe da relativ viel Geld für die Hose bezahlt, für das, dass es eine Second-Hand-Hose ist. Ja, aber die Marke sagt mir trotzdem nichts. Und das ist so. Der Stoff hat eine ganz seltsame Haptik. Ich habe die nicht mehr so häufig an, gebe ich zu. Dazu trage ich meine Sandalen, die ich eigentlich fast komplett durch das ganze Outfit-Video trage. Die sind von The Vegetarian Shoes. Die gibt es immer noch. Mal gucken, ob ich euch was dazu einblenden kann. Und ich habe jetzt an dem Punkt schon gesagt, wenn die ich jetzt habe, kaputt sind, und die habe ich aber jetzt auch schon das dritte Jahr, klar, man trägt solche Schuhe nicht durchgehend. Na, ist klar, nur wenn es heiß ist. Aber wenn die kaputt gehen, die ich jetzt habe, ich werde mir definitiv neue kaufen. Und die sind im Preis nicht gestiegen. Ich habe da damals auch so 65 oder so bezahlt. Also ich kann die echt empfehlen, weil die sind wirklich langlebig. Und ich habe auch günstige, gerade im Secondhand-Bereich, Schuhe gehabt, die halt rucki-zucki kaputt gegangen sind. Und wenn ich mir überlege, ich habe die jetzt das dritte Jahr und die sind mega bequem. Outfit Nummer 2. Da trage ich meine Tunika. Also diese Kombination habe ich ja schon sau oft angehabt. Die habe ich ausnahmsweise vom Flohmarkt gekauft für ganz wenig Geld. Dazu eine Leggings von Tok Tok. Würde ich mir die heute noch mal holen. Die sind von der Qualität her echt schlechter geworden. Also ich habe 5 Stück davon und es lohnt sich wirklich, bisschen mehr Geld auszugeben, weil die billigen sind bei mir alle so nach einem Jahr kaputt gegangen. Von dem her so Sachen, die ein bisschen langlebiger sein können, da lohnt sich's wirklich mal auf nachhaltige Marken zurückzugreifen. Richtige nachhaltige Klamotten, ne? Also das Positive an Selfie ist halt, die kennen sich zum Teil überhaupt nicht aus. Ich habe einen Regenmantel da gekauft von der Blutsgeschwister und die haben diese Marke nicht verstanden. Diese Marke an sich, das lief unternamenslos bei Selpi. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass das immer wieder passiert. Und das war für mich halt ein Glücksgriff. Ich habe da 40 € oder so bezahlt für einen fast neuen Regenmantel
Blutsgeschwister und das heißt, der hat schon über 100 Euro. Also, und auch da trage ich zu diesem Outfit, also Tunika, Leggings, trage ich wieder diese Sandalen, denn die sind halt einfach saucool. Na, also, die sind so super bequem und durch das, dass ich halt eben Kompressionsstrümpfe trage, möchte ich nicht noch irgendwie einen eingesperrten Fuß haben. Also, ich braucht er halt dann wirklich frische Luft an dem Rest vom Fuß, der da noch rausguckt. Ich muss aber inzwischen nicht ständig Kompressionsstrümpfe tragen. Das werdet ihr an einem Outfit dann auch noch sehen. Outfit Nummer 3. Schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt. Also diese Kombination, die habe ich auch sau oft an. Das hier Marke, keine Ahnung. Aber das ist auch von der Qualität her, hat das wirklich auch nachgelassen. Ne? Also das ist so stretchy und man merkt so an den Streifen, das ist halt ausgeleiert, weil ich das halt echt oft angehabt habe. Das habe ich aber auch schon super lange, weil es halt eben auch über den Bauch geht, ein bisschen weiter geschnitten ist, sowas eben. Dazu meine Culotte, die ich auch bei TokTok gekauft habe, habe ich jetzt eigentlich nie bereut. Das Einzige, was an diesen ja, Ökostoffen ist, du musst die halt bügeln. Ne? Also es ist nichts für faule Leute. Was aber bedeutet, dass da keine Kunstfasern drin sind. Ne? Also es gibt wahrscheinlich schon Möglichkeiten im nachhaltigen Bereich, Klamotten so zu produzieren, dass sie nicht so krass knittern. Die Tok-Tok-Hosen, die Stoffhosen, die tun's, die musst du bügeln. Und ich hasse Bügeln. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und auch dazu, wie auch heute, trage ich die Sandalen, weil sie halt einfach der Sommerschuh schlechthin. Outfit Nummer 4 habe ich früher häufiger getragen, habe ich jetzt in dem Sommer noch gar nicht so oft angehabt. Doch jetzt gestern echt das zweite Mal. Nee, aber sonst hatte ich das schon regelmäßiger an. Und vor allem, als ich das Projekt 333 gemacht habe, habe ich genau die Kombination sau oft angehabt. Ich glaube, ich konnte auch im Nachhinein das Outfit nicht mehr sehen. Also, orangenes T-Shirt von Puma. Das ist ein nachgemacht altes. Es gibt ja diese Originals-Marke. Da gibt es diese farbigen T-Shirts. Und meins liebe ich, aber es ist halt nicht die perfekte Farbe. Dazu eine blaue Stoffhose, die aussieht so ein bisschen wie so eine Jogginghose. Ich mag die ganz gerne, aber inzwischen habe ich halt einfach auch gemerkt, ich mag andere Hosen lieber, weil sie ein bisschen leichter daherkommen, weil die halt echt doch auch so ein bisschen eine Dicke mitbringt. Und das willst du halt nicht immer. Und wenn du halt jemand bist wie ich, der Kompressionsstrümpfe trägt, kommt immer aufs Wetter drauf an, inzwischen sage ich. Ne? Und auch dazu natürlich die Sandalen. So, jetzt kommt ein Outfit, wo ich tatsächlich keine Kompressionsstrümpfe anhabe, nämlich ein Outfit mit einer kurzen Hose, mein blaues Asos-Shirt. Nee, das habe ich da noch gar nicht an. Moment, zurück. Blaues Asos-Shirt ist ja dieses T-Shirt, was ich da auch mal für ganz, ganz günstig geschossen habe. Und das hatte ich jetzt auch schon super oft an. Am Anfang hat mir das gar nicht so gefallen. Und dann war es irgendwie plötzlich so in meiner Routine drin, so in ganz festen Outfits. Und ich habe ja eh feste Outfits, da mache ich mir nicht so viele Gedanken und ich bin da auch nicht so experimentierfreudig inzwischen. Wenn ich weiß, Sachen funktionieren, dann bin ich voll ins Okay damit. Die Federhose, die ist mein Endgegner beim Waschen. Die hat irgendwas im Stoff drin, was nicht trocknen will. Das kann den ganzen Tag in der Sonne hängen, die ist immer noch an manchen Stellen irgendwie ein bisschen feucht. Das ist eine Sarah-Hose und ich glaube, derjenige, der die in Secondhand gegeben hat, hat genau dieses Manko an der Hose gesehen, weil das ist halt super nervig, ohne Witz. Aber wenn ich sie mal dann anhabe, dann das ist halt auch eine Culotte und Culottes sind halt alike. Vor allem, wenn ich eben Strümpfe drunter anziehe oder anziehen muss, dann alles, was eng am Fuß anliegt, das magst du nicht. Das magst du nicht unbedingt. Also ich finde, Leggings geht noch, aber sonst alles andere, nee. Und auch dazu, ich bin langweilig, trage ich die Sandalen. Outfit Nummer 6, mein blaues Glitzershirt. Das hatte ich auch mal beim Flohmarkt gekauft. Das hat so seine Schwachstellen. Das ist ursprünglich mal ein Oberteil von C&A. Aber wie gesagt, vom Flohmarkt gekauft. Und ich mag dieses Überkreuz hinten am Rücken ganz gerne. Aber es ist halt schon inzwischen super ausgeleiert. Ne? Also trage ich auch nur im Hochsommer, weil wen willst du sonst tragen? Dazu halt einfach eine Stoffhose. In dem Fall habe ich die blaue Jogginghose dazu nochmal angehabt. Also von der, wo wir es gerade schon hatten.
Und meine Sandalen. Ist halt auch ein sehr gutes Outfit, was halt einfach zusammenpasst. Outfit Nummer 7. Ein moosgrünes Shirt. Ist, glaube ich, auch von Sarah. Das hat ein Manko, das hat sich obenrum extrem zusammengezogen. Jetzt habe ich halt schon eine etwas größere Brust und dann musst du das immer ein bisschen mitrechnen, dass du halt deine Shirts ein bisschen größer kaufst. Und das hat am Anfang auch gepasst, aber inzwischen kann ich halt nur noch Hosen drunter anziehen, die halt über den Bauchnabel gehen. Und somit habe ich meine schwarze Culotte, die ich heute anhabe, mit diesem Shirt kombiniert. Und dazu habe ich ein letztes Mal meine silbernen Ballerinas getragen. Danach habe ich die nämlich weggeworfen. Weil das ist jetzt eben auch so ein Schuh, der hat erstens super krass irgendwann angefangen mit Stinken, weil da eben dieses Silber drumherum war und dein Fuß halt nie so richtig belüftet wurde. Ich habe die unwahrscheinlich gerne getragen, weil sie bequem waren ohne Ende, sprich der Schuh war abgelaufen und somit durfte er gehen. Irgendwann, man musste halt echt sagen, ciao Kakao, geht nicht mehr. Und das sind halt auch so Schuhe, die du halt, die kannst du nicht mehr reparieren. Wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Letztes Outfit, jetzt kommt nämlich das mit der kurzen Hose. Blaues Sarah-Shirt. Und dieses Sarah-Shirt hat auch einen Manko. Ich mag diesen Reißverschluss hinten am Rücken, super cool. Aber dieser Stoff saugt jegliche Feuchtigkeit auf und du hast einen Fleck drin. Auch mit Wasser. Ne, jetzt bin ich nicht die sauberste beim Trinken, wenn ich irgendwie Wasser trinke oder so. Mir läuft ständig irgendwas aus einem Shaker raus. Also wenn ich dieses blaue Shirt anhabe, kann ich mir immer hundertprozentig sicher sein, danach sind Flecken drauf. Und ich mag das gar nicht. Die kurze Hose war, glaube ich, von Orsay mal. Das ist eine meiner einzigsten kurzen Hosen noch. Und kommt noch aus der Zeit, wo ich eben noch keine Kompressionsstrümpfe getragen habe. Durch das, dass ich jetzt viel Sport mache, kann ich ab und zu keine tragen. Es kommt aber immer darauf an, was mein Körper mir sagt. Sprich, wenn meine Füße schon wehtun, sollte ich das nicht ausprobieren. Aber ab und zu geht es und ich bin wirklich dankbar, muss ich an der Stelle sagen. Und auch dazu, langweilig wie ich bin, gab es die The Vegetarian Shoes. Hast du auch so Sommerschuhe, die du rauf und runter trägst, wo du überhaupt dir gar keine Gedanken machst? Ich merke halt einfach, auch so im Sommer habe ich oftmals keine Lust, irgendwie einen Schuh zuzumachen. Also, da ist dann so eine Sandale, in die du so reinschlupfen kannst. Einfach das Allerbeste. Und so, na, wenn es eh schon warm ist. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Hoffentlich bis bald. Ciao!